Liebe Freundinnen und Freunde der analytischen Philosophie, liebe Preisträger, liebe Preisträgerinnen. Die Gesellschaft für analytische Philosophie hat im vergangenen Sommer zum zweiten Mal eine Preisfrage zu einem aktuellen und gesellschaftlich relevanten Thema ausgeschrieben. Vor 5 Jahren war das die Frage, welche und wie viele Flüchtlinge sollten wir aufnehmen? 2020 konnte es kein anderes Thema geben als das Nachdenken über die Corona-Pandemie und den Umgang damit. Zur Teilnahme aufgerufen waren alle akademischen Philosophinnen und Philosophen, vom Studenten bis zur Professorin. Es sind mehr als 100 Beiträge eingereicht worden. Wir freuen uns über die große Resonanz. Eine Jury aus 12 Fachkolleginnen hat alle Einreichungen blind begutachtet. Und sie hat 3 Preise vergeben, nämlich an Christian Butnick, an Luise Müller und an Emanuel Fiebahn. Jetzt stünde eigentlich eine öffentliche Preisverleihung an, mit Applaus und Laudatio und Sekt und allem drum und dran, vor allem mit persönlichem Austausch am Rande der Veranstaltung. Das geht nun alles nicht. Deshalb haben wir uns ein anderes Format überlegt. Es gibt keinen Sekt und keine Laudatio, sondern die 3 PreisträgerInnen stellen ihre Essays selbst vor, in kurzen Videobotschaften. Gratulieren möchte ich den 3 natürlich trotzdem. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Wettbewerbs, auch im Namen der Jury und des Vorstands der GAP. Eine Herausforderung für den Essay-Wettbewerb war die Dynamik der Corona-Krise. Die Essays wurden im Spätsommer eingereicht. Seither hat sich die politische Agenda schon wieder verändert und die gesellschaftliche Debatte auch. Vielleicht kann man sagen, dass Philosophen zu öffentlichen Debatten idealerweise etwas beitragen, was eine längere Halbwertszeit hat als Kommentare zur Tagespolitik. Die 3 Preisträger-Essays sind der Aktualitätsfalle, wie ich finde, gut entgangen. Sie stellen auf Aspekte des Umgangs mit der Pandemie ab, die nicht so schnell durch Tagesereignisse überholbar sind. Christian Butnick widmet sich der politischen Kategorie des Vertrauens und er führt die Exzesse des Misstrauens in der Corona-Krise auf unangemessene Erwartungen zurück. Luise Müller diskutiert die Frage, ob der Staat seine Bürgerinnen und Bürger in der Notlage zu etwas zwingen darf, ohne seine liberalen Prinzipien zu verraten. Und Emanuel Fiebahn argumentiert mit Hilfe der Sprechakttheorie dafür, dass vermutende Sprechakte in der Krisenkommunikation besser sind als ihr Ruf. Bevor ich den 3 das Wort gebe, möchte ich noch sagen, dass wir zusätzlich längere Interviews mit ihnen gedreht haben. Für diejenigen, die mehr wissen möchten, bevor die Essays Anfang Februar in einem Reklamband erscheinen werden. Die 3 Interviews, die Romy Jaster geführt hat, finden Sie auf dem YouTube-Kanal der GAP. Der Reklamband wird neben den 3 Preisträger-Essays noch 6 weitere Beiträge enthalten, die ebenfalls die Jury ausgewählt hat. Von meiner Seite nochmals herzlichen Dank an alle Beteiligten, an alle, die Beiträge eingereicht haben und auch an die ehrenamtliche Jury, die sich mit der Begutachtung viel Arbeit gemacht hat. Nun hat zunächst Christian Butnick das Wort. In dem Text beschäftige ich mich mit dem Phänomen des Vertrauens. Es wird ja allenthalben gesagt, dass die Corona-Krise eine Vertrauenskrise darstellt. Und in meinem Text geht es zunächst darum zu überprüfen, in welchem Sinne das gemeint ist, beziehungsweise inwiefern das überhaupt wahr sein könnte. Und dazu isoliere ich zunächst 3 Kontexte, die besonders wichtig sind, wenn es um Vertrauen in der Corona-Krise geht. Zum einen das Vertrauen, das wir in unsere politischen Repräsentanten und Repräsentanten setzen müssen. Zum zweiten das Vertrauen, das wir in unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger setzen müssen. Und das alles vor dem Hintergrund des speziellen Vertrauens, das wir in die Vertreter und Vertreterinnen bestimmter Naturwissenschaften setzen müssen. Meine Frage ist dann in der Folge, wie es um diese Vertrauensform steht. Und alles, was ich als Philosoph dazu sagen kann, ist, dass es zunächst gar nicht so schlecht um diese Vertrauensformen bestellt ist. Es scheint so, dass wir in vielerlei Hinsichten in dieser Krise auf vertrauensvolle Weise mit den Ratschlägen, Empfehlungen und Regulierungen von Seiten der Politik umgegangen sind und umgehen. Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass es an einem bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung zu extremen Misstrauensformen kommt.
Und mit diesen Misstrauensformen möchte ich mich auch in diesem Text ein bisschen beschäftigen. Das tue ich dann auch, indem ich darauf hinweise, auf welche Weise man diesen Misstrauensformen am besten begegnen könnte. Dieser Vorschlag, den ich unterbreite, ist ein Vorschlag zu einem behutsamen und vorsichtigen Umgang mit dem Begriff des Vertrauens. In diesem Zusammenhang mache ich auf eine Alternative zu Vertrauen aufmerksam, nämlich auf die Einstellung des Sich-Verlassens. Ich glaube, es ist in der Krise besonders wichtig, dass wir uns auf unsere Politikerinnen und Politiker, genauso wie auf Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf die Wissenschaft verlassen, ohne dass wir ihnen automatisch vertrauen würden. Und dieses Verlassen ermöglicht uns eine flexible, kritische und in gewisser Weise weniger emotional aufgeladene Einstellung. Vertrauen, so viel kann man vielleicht abschließend sagen, ist gut. In der Corona-Krise ist Verlassen allerdings besser. In dem Essay, den ich geschrieben habe, geht es um die politische Legitimität der Corona-Einschränkungen, die jetzt während der Pandemie von der Bundesregierung beschlossen wurden. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie kann man die rechtfertigen, wenn man gleichzeitig den Wert der Freiheit ernst nimmt? Und Anlass für diese Überlegungen waren die Corona-Demos, die sogenannten Hygienedemos oder Querdenker-Demos, die ja damals im Frühjahr anfingen, dann über den Sommer über auch stärker besucht wurden und die jetzt ja auch immer noch weitergehen. Zumindest einige von denjenigen, die da mitgelaufen sind, haben eben so ein bisschen die Sorge ausgedrückt, dass der Wert der Freiheit untergeht, wenn wir sozusagen nur noch darüber nachdenken, wie wir jetzt die Gesundheit von allen schützen könnten. Und das finde ich eigentlich eine intuitive Sache oder einen intuitiven Gedanken. Aber gleichzeitig scheint es irgendwie auch wichtig zu sein, andere Leute zu schützen. Und deswegen habe ich jetzt versucht zu verstehen, kann man irgendwie den Wert der Freiheit ernst nehmen und gleichzeitig aber diese Corona-Maßnahmen irgendwie rechtfertigbar finden. Und was ich vorschlage, es nennt sich ein Samariterprinzip und die Idee ist, dass der Staat sozusagen als Samariter agiert, indem er die Handlung von uns allen koordiniert, indem er Regeln erlässt und dadurch eben uns alle vor großer Not schützt. Mein Essay ist ein Lob der Vermutung, und zwar ein Lob der Vermutung als ein Mittel in der Krisenkommunikation in der Corona-Pandemie. Man liest ja manchmal Sachen wie, Krisen brauchen klare Ansagen. Und das könnte man vielleicht so interpretieren, dass Behauptungen gefordert sind und nicht vorsichtigere Äußerungen wie Vermutungen. Beispielsweise können wir uns zurückversetzen, Anfang 2020, in Frühling, da war noch unklar, wie wirksam Masken sind. Und als Virologe oder als Politikerin habe ich dann die Wahl, stelle ich eine Behauptung auf, indem ich sage, Masken helfen im Kampf gegen das Virus, oder ich vermute, sage so etwas wie, Masken helfen vermutlich oder vielleicht oder womöglich im Kampf gegen das Virus. Und ich möchte jetzt mit den Mitteln der Sprechakttheorie zeigen, dass Vermutungen auch gerade für solche Äußerungen in solchen Fällen richtig und wichtig sind. Die Sprechakttheorie, das ist ein Untergebiet der Sprachphilosophie, da geht es um die Frage, was für Handlungen vollziehen wir eigentlich, wenn wir Sprache verwenden. Zu diesen Handlungen gehören eben Behauptungen, Vermutungen. Und ich denke, dass wenn man sich genauer anschaut, wie Behauptungen und Vermutungen funktionieren, was da vor sich geht, dass sich Vermutungen eigentlich als sehr gutes Mittel der Kommunikation in der Corona-Pandemie herausstellen. Und als ein Teil meines Textes gehe ich auf zwei Einwände ein, die man gegen Vermutungen vorbringen könnte. Einerseits, dass sie unklar sind, in irgendeiner Art. Andererseits, dass man sich damit aus der Verantwortung stehlen kann, dass man nicht genug Verantwortung übernimmt. Und ich versuche zu zeigen, dass diese beiden Einwände unbegründet sind.